was bisher geschah. Glaub nicht, du kannst mir entkommen. Vergiss deine Heimat oder dein altes Leben. Du gehörst zu mir. Sie haben ihn umgebracht. Verdammt. Verdammt, was mache ich jetzt? Waren das die Nährsoldaten? Okay, ich muss hier einfach mal schnell raus. Verdammt, einfach weg hier. Fuck. Einfach weg. Nein! Ah, Scheiße. Ah. Mein Bein. Ich glaube, ich habe es irgendwie verletzt. Verdammt, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, fuck, ich glaube, ich bin irgendwo reingestürzt. In irgendeine Höhle oder eine Schlucht. Ah. Ich glaube, ich bin in irgendeiner Mine oder sowas. Ah, da vorne ist wer. Oh ja, ich bin in diese Schlucht reingestürzt. Oh, zum Glück bin ich im Wasser gelandet. Ich glaube, sonst wäre es das mit mir. Hallo? Oh, hallo, wer bist denn du? Und was machst du in unserer Mine? Ich kann leider nicht sagen, wer ich bin, aber ich war, soweit ich noch weiß, auf der Flucht vor zwei Nether-Soldaten und bin dann in diese Schlucht gestürzt. Deswegen bist du gerade so gehumpelt. Ja, du hast nicht zufällig etwas, damit ich mein Bein verarzten kann? Ich habe sogar was Besseres. In der Kiste neben mir findest du einen Trank, der dich sofort heilt. Die Fackeln kannst du auch haben. Oh, dankeschön. Nur noch eine kurze Frage. Wie komme ich aus dieser Schlucht raus? Denn ich muss so schnell wie möglich in das südliche Dorf. Kletter einfach die Leiter hoch und geh danach in Richtung Süden. Viel Glück. Okay, danke, Willi. So, in dieser Kiste. Da. Heilungstrank und 10 Fackeln. Puh, gut. Geht's meinem Bein schon viel besser. Das lasse ich dir hier. So, Leiter. Da ist ein Leiter. Hallo Alf, hallo Freddy. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Okay, ich bin schon fast oben. So, und jetzt nur noch diese unendlich lange Leiter hoch. Oh Gott, wie habe ich diesen Sturz nur überlebt? Oh, endlich draußen. Puh, so Kompass. Süden. Süden ist in diese Richtung immer. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Wie weit ist es denn noch bis zum Dorf? Oh, da vorne. Endlich. Oh, nach all dieser Zeit bin ich endlich mal angekommen. Ich bin ja schon Ewigkeiten unterwegs. Jetzt muss ich eigentlich nur noch den Dorfältesten finden und dann kann ich ihn endlich ausfragen. Ich frag mal diese nette Dame da drüben. Hallo Mabel. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich suche den Dorfältesten. Kannst du mir vielleicht sagen, wo ich den finden kann? Der Dorfälteste ist momentan nicht im Dorf. Ich glaube, er sollte morgen früh wieder zurück sein. Du kannst gerne hier übernachten. Das würde ich auch nur ein Gold kosten. Danke. Ich glaube, dann werde ich mich noch ein wenig ausruhen. Und dann rede ich morgen mit dem Dorfältesten. Okay, dann bis morgen. Oh, danke, Mabel. Mein Zimmer wird wahrscheinlich oben sein. Oh ja, gut. So, dann werde ich mal die Sachen, die ich auf der Reise bekommen habe, mal kurz in diese Kiste hier reinpacken. Auch die Fackeln und die Wolle. Okay. Oh, ich muss ihr noch das Gold geben. Stimmt. Ich packe sie einfach mal in die Kiste hier rein. So, ein Gold. Gut, dann gehe ich wieder rauf. Und es ist zwar noch sehr hell draußen, aber ich bin mehr K.O. Deswegen werde ich mich mal ein bisschen hinlegen. Oh Gott. War das eine Reise. Oh, Mabel? Fremder, es ist furchtbar. Beruhig dich, was ist denn passiert? Der Dorfälteste. Er wurde von einer Gruppe von Räubern und Banditen entführt. Was? Habt ihr keine Soldaten oder Wächter, die ihn retten können? Nein, alle Wächter waren mit dem Dorfältesten unterwegs und wurden von den Banditen umgebracht. Die Männer, die noch im Dorf sind, können nicht mit Waffen umgehen oder sind zu alt. Ich habe gesehen, dass du ein Schwert dabei hast. Kannst du unseren Dorfältesten retten? Ich bin nicht wirklich kampferfahren und habe auch eigentlich keine Rüstung. Kein Problem, du bekommst die nötige Rüstung von unserem Schmied. Du bist unsere einzige Hoffnung. Oh Mann, wo habe ich mich jetzt wieder reingeraten?
Okay, ich glaube, ich nehme. Okay, mein Schwert habe ich dabei. Das Brot brauche ich. Und vielleicht noch die Fackeln? Ja, nimm die Fackeln mit. Und ja, ich glaube, das reicht schon mal. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal zum Schmied. Okay, ciao, Mabel. Oh Mann. Ich hoffe, das geht gut aus. Oh, da hinten ist ja schon der Schmied. Dann gehen wir mal ganz schnell hin. Hallo, Herr Schmied. Hallo, wie kann ich dir helfen? Mabel hat gesagt, ich kann mir hier eine Rüstung holen. Okay, in der Kiste kannst du dir ein paar Sachen rausnehmen. Viel Glück. Ja, danke. Glück kann ich sehr gut brauchen. Ja, eine Kettenrüstung. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ich glaube, das ziehe ich mir auch gleich an. Und ich würde sagen, die steht mir sogar ziemlich gut. Ich hätte zwar viel lieber diese fette Eisenrüstung hier. Aber ich glaube, wenn ich das nehme, wird mich der Schmied schlagen. Also gehe ich lieber mal. Oh Mann, ich hätte vielleicht Mabel noch fragen sollen, wo überhaupt das Banditenlager ist. Hallo Mabel. Was gibt's? Wo ist denn das Banditenlager? Das Banditenlager ist südwestlich von unserem Dorf. Ah, okay, danke schön. Bitte. Gut, dann mache ich mich auf den Weg. Okay, da hinten ist das Banditenlager. Ah, oh, und da ist der Dorfwälder, der ist eingesperrt. Vielleicht kann ich mich irgendwie ransneaken. Hallo Dorfältester, ich bin hier, um sie zu retten. Keine Sorge, ich hole sie hier raus und bringe sie zurück ins Dorf. Okay, ganz vorsichtig. Oh nein, scheiße, fuck. Okay, ein bisschen weg, Abstand, oh nein, ist angreifen. Ah, komm. Okay, gut, der erste ist tot. Oh nein, der nächste kommt. Verdammt. Stirb einfach, stirb bitte, dankeschön. Oh nein, jetzt greifen mich alle an. Verdammt, okay, komm. Das schaffe ich. Okay, der ist tot. Das ist der nächste. Gut, nur noch drei übrig, soweit ich sehen kann. Fuck, gut, er brennt, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, okay. Mir geht's noch ganz gut, die Rüstung hält ziemlich gut aus. Oh, der schießt auf mich. Oh, verdammt. Und jetzt komm, attack. Und er ist auch tot. Puh, das war knapp. Ich glaube, sonst ist hier niemand. Gut. Dann, ja, befreie ich den Dorfältesten mal. Öffnen wir die Tür. Hallo Dorfältester. Danke, mein Sohn. Du hast mein Leben gerettet. Kein Problem. Ich werde sie zurück in das Dorf begleiten, Dorfältester. Aber ich habe noch ein paar Fragen, die mich betreffen. Ich werde jede Frage beantworten, aber lass uns erstmal zurück ins Dorf gehen. Okay, gut. Dann gehen wir mal zurück in das Dorf.